Kapitel 11, Whiptine, der Dieb. Kommt, Beeilung! Alles ist hier, jawohl, ja. Tut mir leid, Leute. Wir haben gerade erst gehört, dass wir zu Gilde kommen sollen und haben uns beeilt. Was ist denn los? Es wurde noch ein Zahnrad der Zeit gestohlen. Wuff! Nicht noch eins. Von wo diesmal? Wo wurde dieses Zahnrad der Zeit gestohlen? Nun, es... Was ist? War es an einem Ort, von dem du nicht sprechen willst? Warte. Es war doch nicht vom... Doch, das war es. Diesmal wurde das Zahnrad der Zeit aus dem Nebelsee gestohlen. Uff. Aber wie? Das Zahnrad der Zeit aus dem Nebelsee. Davon wussten nur wir, oder? Oder wie konnte das wie konnte das nur geschehen? Kann es sein, dass ein Mitglied der Gilde es verraten hat? Was? Das ist eine unangebrachte Unterstellung. Hey, 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 vertraut ihr euren Freunden nicht? Oh, tut mir leid, das war unangebracht. Ihr habt recht. Niemand hier würde unser Versprechen brechen, das Geheimnis zu hüten. Im Leben. Ich habe nicht nachgedacht, niemand würde so etwas tun. Es tut mir leid. Nun, es ist kein Wunder, dass du auf diese Idee gekommen bist. Ich meine, dieses Unglück ist schließlich direkt nach unserer Expedition passiert. Einen Moment. Ich fürchte, ich verstehe das nicht ganz. Es gab ein Zahnrad der Zeit im Nebelsee? Das wusste ich nicht. Habe ich nicht etwas ganz anderes über eure letzte Expedition gehört? Mir wurde erzählt, dass die Expedition zum Nebelsee gescheitert ist. Ich bitte um Verzeihung, Großer Zwölfinst. Wir hatten ein Versprechen gegeben. Darum konnten wir es nicht einmal dir verraten, Zwölfinst. Wie auch immer. Ein einzelner Eindringling hat den Nebelsee gefunden. Dann hat er Selfe überwältigt und das Zahnrad der Zeit mitgenommen. Selfe? Geht es Selfe gut? Ja, es geht Selfe gut. Er steht unter dem Schutz der Truppe von Magnizone. Macht euch keine Sorgen. Puh. Da bin ich erleichtert. Warte, das war nicht alles, die Zeugenaussage von Selfe. Sie offenbarte die Identität des Eindringlings. Nur warte, mit was für einem Unheil haben wir es zu tun? Der Dieb wird bereits per Steckbrief gesucht. Seht selbst. Dieses Pokémon nennt sich Reptile. Oh, das ist vielleicht ein fieser Ganove. Das ist also das Pokémon. Es steht die Zahnräder der Zeit. Dieser Steckbrief ist gerade erst angekommen. Er basiert auf der Aussage von Selfe und wird im Rahmen einer Großfahndung eingesetzt. Oh, das erklärt einiges. Darum fliegen so viele Philippen hier. Obermacht weiß der Magnetzone versucht offenbar noch Schlimmeres zu vermeiden. Es wurde ein bemerkenswert hohes Kopfgeld auf Reptile ausgesetzt. Wir haben Selfe versprochen. Wir haben versprochen, das Geheimnis des Nebelsees nicht zu verraten. Und dann passiert so etwas. Wir haben es nicht verraten, aber... Ich könnte Selfie jetzt nicht mehr ins Gesicht sehen. Hey, und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Der schöne Anblick ist dort jetzt ruiniert. Und hey, das kann nicht niemals verzeihen. Ah. Hey, Gildenmeister. Gildenmeister. Luffy! Pokémon! Wir werden Reptile fangen! Wir fangen diesen Dieb! Ich schwöre es im Namen der Knödelhoff-Gilde! Plauder geil, wenn ich bitten darf! Ja! Okay, Pokémon! Ab jetzt konzentriert ihr euch voll und ganz darauf, Reptile zu fangen! Gebt alles, um Reptile zur Rechenschaft zu ziehen! Selbstverständlich. Hey, es kommt nicht in Frage, dass noch ein Zahnrad der Zeit gestohlen wird. Los, Pokémon, wir müssen alle zusammenarbeiten. Wir müssen es auch für Selfie tun. Knödelhoff? Ich glaube, ich verstehe die Situation jetzt. Ich werde der Gilde bei der Jagd nach Reptile helfen. Danke, großer Zwölfinst. Donnerwirklich, den großen Zwölfinst auf unserer Seite zu haben, macht mir wirklich Mut. Hey, es ist uns eine Ehre. Ach was, es ist mir eine Ehre.
Nun ist es Zeit, dass der Guildenmeister und ich uns beratschlagen. Wir werden eine Strategie erarbeiten, um Webtel zu finden. In der Zwischenzeit solltet ihr euch auf der Suche vorbereiten. Kommt hierher zurück, wenn ihr fertig seid. Okay, Pokémon, übertreffen uns selbst. Huha! Okay. Wir sollten uns mit dem Vorbereiten beeilen. Besuchen Schatzstadt. Alles klar, was haben wir denn hier? Belebersamen, 3 Stück. Wie viel Geld haben wir? 1153. Was sagt denn das Ei? Ich denke auch nicht. Nee, noch nicht, süße. Alles in Ordnung. Dem lassen wir noch Zeit. Schwarzsamen könnten wir. Wobei. Nein. Doch, wobei doch. Flüssigsamen. Zimmerbeere. Zimmerbeere könnte man theoretisch auch. Hast du noch Belebersamen, mein Freund? Er hat tatsächlich noch eins. Was auch denn verkaufen war. Warte mal. Gehen wir erstmal zu Zartu. Dann können wir auch gleich weitermachen mit der Story. Snoopy Clown. Also mit den Boxen haben wir recht Glück, finde ich. Durchbruch. Das ist auch eine gute Attacke. Schickschaum. Okay. Durchbruch. Und... Durchbruch, ja, das ist doch ganz cool. So nice. Haha, cool. So. Sind wir gut aufgestellt? Labern wir mal kurz ein. Ups. Benutzte TM. Die verkaufen wir. Labern. So, dann kaufen wir hier noch den. Ah, jetzt hab ich mal. Nee, warte mal. Gut, verkaufen wir die Bienensachen. Und dann kaufen wir. Machen wir noch einen Apfel noch mit zu. Einen Schlafzahn. Passt. Was hast du noch? Nichts, was mich interessiert. Gut. Sind wir gut ausgerüstet für dich? Viermal Belebersamen. Passt. Geldmäßig haben wir jetzt nicht so in der Tasche, aber es geht ja um das Vorbereiten, ne? Ich sehe, es sind jetzt alle da. Eine Sache vorweg. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Webten taucht überall auf, wo sich deine Zahnradzeit befindet. Aber wo finden sich alle? Das ist die Frage, aber wir haben keine Antwort drauf. Und deshalb vertrauen wir auf die Einfallsreichtum des großen Zwölfens. Gemeinsam haben wir mehrere Orte identifiziert, an denen sich ein Zahnrad der Zeit befinden könnte. Wir wollen, dass ihr euch in Gruppen aufteilt und diese positionellen Standorte erkundet. Als erstes Krakelo und Krebskorps. Ihr übernehmt die östlichen Wälder. Das ist natürlich der riesige Wald ganz im Osten. Alles klar. Hey, hey, wir werden unser Bestes geben. Als nächstes Pedizia, Dictri und Sonnenflora. Ihr untersucht die Kristallhöhle. Jawohl, ja, das werden wir. Verstanden.
Weihe, ich werde mich anstrengen. Und als nächstes, als letztes Dusty und Katharina, ihr übernehmt die Nordwüste. Die Nordwüste? Richtig, schlagt eure Wunderkarte auf. Oh Gott, böse Erinnerung. Seht ihr dieses Gebiet? Das Gebiet ist auf der Karte von Wolken verdeckt. Aber die trockene Zone beginnt in dieser Gegend hier. Darum wird vermutet, dass an diesem Punkt eine riesige Wüste beginnt. Wir vermuten, dass tief in der Wüste ein Zahnrad der Zeit versteckt ist. Dort sollt ihr eure Erkunden anstellen. Okay, verstanden. Und was ist mit mir? Dick, der wird in der Gilde bleiben. Wir können die Gilde nicht unbeaufsichtigt lassen. Klibunke, ich bleibe auch hier. Unsere Arbeit ist auch wichtig. Sehen wir zu, dass wir unseren Job so gut wie immer machen. Ja. Ordnung, lass uns die Zahnräder der Zeit suchen. Pokémon. Luffy. Hurra. Die Nordwüste ist nicht nur sehr weitläufig und tief, sondern wird auch von verheerenden Sandstürmen heimgesucht. Seid bitte vorsichtig. Sind wir, danke. Lasst es, strengen wir uns an. Los geht's auf zur Nordwüste, Bitches! Ist die Attacke Durchbruch ja richtig? Perfekt. Los, steppen mal los. Juhu, Nordwüste! Yay! Böse Erinnerung? Erkläre ich euch später. Nächsten Part. Die Nordwüste liegt in dieser Richtung. Wenn es hier wirklich ein Zahnrad der Zeit gibt, dann taucht Raptor mit Sicherheit hier auf. Geben unser Bestes und suchen dieses Zahnrad der Zeit. Machen wir noch in diesem Part die Nordwüste und dann. Ist schicker. Ebene 3. Bis jetzt noch. Was ist denn hier los? Richtig scheiße, wenn man. Siehst du? Das ist ein richtig Arschloch-Pokémon, ich knälze, oder? Das sieht man richtig. Ich setze jetzt mal Durchbruch ein. Oh, cool. Absorber. Wegen des Sandsturms und die Genauigkeit. Scheiße. Gut, dass wir. Schuppelebersamen und auch Sinebeeren eingepackt haben. Jetzt wollte ich das Plagiat-Item Sinebeere einpacken. Aber da war jetzt eh kein Platz mehr. Na, ist egal. So. Gehen wir mal hier hoch. Nein. Die ignorieren wir mal gekonnt oder auch nicht. Aber den besiegst du locker. Schlecht. Gut, nehmen das X. Geht recht flott. Ja, mit nur Tod und Knilz an der Seite. Klammern Knilz. Geht es eigentlich recht fix. Das ist angenehm. Ich will kämpfen. Ich will dich richtig auf die Fresse hauen. Mann! Komm. Oh, schön. Alter. Wir haben was drauf. Jetzt haben wir unseren Einbelebersamen schon unnötig hergegeben. Das ist scheiße. Okay. Ebene 9. Thank you.
hat er Happy eingesetzt? What the fuck? Übertreib! Alter, wenn du uns jetzt umbringst, ne? Ich habe mit allen gerechnet, aber bloß nicht mit das. Ey! Jetzt kommen die ganzen Fallen. Hellblau Band gegen mir. Ah, Level 19 ist ganz okay. Aber grafisch schön. Brüller? Das ist ein Steuerrack. Ich habe das gerade mit einem Rihorn verwechselt. Was ist das? Alter. Das gibt's nicht. Ich hasse Sandstürme, ganz ehrlich. Kann das sein? Ich wollte gerade sagen, dass irgendwie die physischen Attacken irgendwie nicht genau treffen. Warte mal. Steht da immer das Textprotokoll? Ich würde gerne den Status sehen. Kann man das nochmal sehen? Schnell speichern, der Klammer. Team. Ja, warte mal. Dungeon Tips. Wetter. Steht nicht da. Bei Knilz müssen wir mal kurz aufpassen. Jetzt habe ich das Gefühl, dass wir jetzt gerade ziemlich underlevelt sind. Bärenkräfte, ja, mach gut. Scheiß die Wand an. Ich finde es auch ganz cool, dass das Ding auch, dieser Dungeon hier, zwei Designs hat. Also wenn man tiefer geht, dass es jetzt hier so in diesen rötlichen Ton übergeht. Finde ich ganz cool. Die Sackgasse. Schleimkost. Halt doch ins Maul. Angriff 46, Spezialangriff 45. Ich glaube, das geht. Hast du kein Glut, ne? Dann setz es gottverdammte Scheiße nochmal ein. Wir
Wir müssen mal mit den IQ-Fähigkeiten noch ein bisschen arbeiten. Ich glaube, der Dungeon hier hat 15 Ebenen? Kann aber sein, dass es jetzt auch Schluss ist. Ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Das war jetzt die letzte. Oder, ja, okay. Ah, nein. Oh, das... Oh, drei sogar. Nice one. Jetzt sind wir hier im Kreis gelaufen. Hm. Aber das kannst du halt nicht wissen, ne? Okay. Gut. Sind wir am tiefsten Punkt der Wüste? Oh, das ist Treibsand. Der Sand wird überall nach unten gezogen. Das sind Sandstrudel. Und wenn wir zu nah herangehen, werden wir nach unten gezogen. Hier ist es gefährlich. Ich sehe hier nichts, was im Entferntesten wie ein Zahnrad der Zeit aussieht. Ich schätze, hier ist nichts. Oh, stimmt etwas nicht, Dusty? Dieses Gefühl, dasselbe hatte ich am Nebelsee. Ich kenne diesen Ort, vielleicht habe ich nur von ihm gehört, aber es kommt mir so vor, als wäre ich schon einmal hier gewesen. Ich weiß nicht, woher. Auf jeden Fall kenne ich diesen Ort. Du, Dusty. Stimmt etwas nicht, du wirkst ganz abwesend. Hier gibt es anscheinend nichts zu finden, wie schade. Berichte mir der Gilde davon, lass uns heimgehen. Weggeschoben. Wolken über der Nordwüste haben sich verzogen. Was? Es sind also alle von ihrer Suche zurück, aber niemand hat etwas gefunden? Wie enttäuschend. Tja, so ist es. Hey, hey, wir waren in den östlichen Wäldern, ganz wie man es uns aufgetragen hat. Aber hey, da war außer dem Wald überhaupt nichts zu finden. Und was die Kristallhöhle angeht, jawohl, ja, sie war randvoll mit Kristallen. Wenn das mal keine hübsche Höhle war. Sie war so hübsch, dass ich es nicht mehr anders konnte, als meinen Kristall mitzunehmen. Wann hast du den... Wann hast du den denn aufgehoben? Ich war die ganze Zeit bei dir, ich habe nichts bemerkt. Bediza? Unser Ziel war es, das Zahnrad der Zeit zu finden. Dieses Ziel ist zu erreichen. Ist uns allen nicht gelungen. Aber du hattest auch noch den Nerv, ein Souvenir mitzunehmen, das mit deiner Mission gar nichts zu tun hatte. Für wen hältst du dich? Ich wollte einfach einen klitzekleinen Schatz haben, das ist alles. Zweifels, ich sage es ungern. Unsere Anstrengungen haben keine Früchte getragen. Ah, wie ängstlich. Ich habe geglaubt, wir hätten an vielversprechenden Orten gesucht. Ich gebe meinem eigenen Unwissen die Schuld. Ich bin wirklich betrübt. Meine Güte, nein, du darfst dir nicht selbst die Schuld geben. Wir haben unseren Plan doch an deinem riesigen Wissen erst zu verdanken. Nichtsdestotrotz waren unsere Anstrengungen umsonst, das ist eine Tatsache. Aber es ist sinnlos, uns selbst die Schuld zu geben. Lass uns den Plan überdenken, wir werden uns morgen eine andere Strategie überlegen. Ja, das werden wir, auf dass wir das Problem gemeinsam lösen. So sieht's aus, Pokémon, für heute haben wir genug getan. Ruht euch aus, bereitet euch auf morgen vor. Verstanden! Wir sollten auch etwas schlafen. Machen wir aus dem morgigen Tag wieder einen guten Tag, Dusty. Gute Nacht. Der nächste Morgen. Aufgestanden und ab dafür. Es ist morgen.
Guten Morgen. Und im nächsten Part geht es weiter mit Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Da geht's weiter mit der Story. Und alles drum und dran. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Gebt einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und tschüss.